NPC ist tatsächlich eine Firma, da geht es um die Finanzen. Schwanzverlängerung, hätte ich jetzt gesagt. Und Fakt ist, dass die Amateure halt die Profis quasi zahlen. Ich bin lieber der König der Ärsche als der Arsch der Könige. Das finde ich tatsächlich auch heftig. Aber es ist eben, der DBRV ist eben geblieben und die NPC in Deutschland ist neu entstanden. Ne? Für den Athleten ist es eigentlich eine gute Sache, weil du bist vorbereitet oder du bist in Vorbereitung, bist in Form und kannst praktisch alles mitnehmen mit einem Schlag und hast dann statt früher 2 Wettkämpfe, hast du dann mit einmal 10 Wettkämpfe, die du jetzt, sag ich mal, machen könntest. Weil der NPC kann das egal sein, das sind Athleten, die Geld bringen, aber es macht natürlich auch die Qualität des Starterfeldes nicht besser. Wirtschaftlich, Chris, haben diese Klassen die Verbände oder zumindest den DBRV gerettet. So. Wir sind ein Präsentationssport und du hast jetzt mehr Möglichkeiten, dich deinem Körperbild entsprechend so gut wie möglich präsentieren zu können. Was? Chris, sind wir mal ehrlich, wie viel verdienen denn dann wirklich Geld mit dem Sport? Das ist und bleibt ein Riesentraum von den meisten, ne? Mache ich das für Social Media, mache ich das für meinen Sponsor oder mache ich das für mich selber? Und in dem Moment, wo ich es für mich selber mache, ist ein Verband wie der DBRV natürlich nach wie vor total attraktiv. Also, ich grüße euch allererst mal zum Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Podcast. Es geht nämlich um sozusagen ein Face-Off vom DBFV und NPC. Und dementsprechend habe ich heute die Marieke Schnelldorfer da, die Bundeskampfrichterreferentin vom DBFV. Eigentlich bist du ja bekannt als Marieke Lorenz, ne? So stehst du auch noch auf der DBFV-Seite. Ja. Also ja, nochmal alles Gute zur Hochzeit. Danke, danke. Und ja, die Denise ist auch mit dabei. Hallo. Du vertrittst sozusagen die NPC-Seite. ja, du bist auch rege im Organisationsteam, sag ich mal, zu schaffen. Und ja. Du kennst dich aus. Weitestgehend, ja. Das ist sehr gut. Und ganz unten haben wir noch den Chris da. Ich grüße dich, mein Lieber. Einen schönen Abend. Der Chris und ich sind in Vorbereitung. Also wenn irgendwas nicht passt, dann müssten jetzt Marieke und Denise uns verbessern, weil wir unseren Diätschädel dann sozusagen ein bisschen nicht, sag ich mal, ja, geht schon los. Also der funktioniert da nicht so richtig, ne? Wir sind in 2 Wochen nämlich bei den Masters, beim DBFV auf der Bühne. Und wir sind da alle da, außer Denise, oder? Bist du da auch vor Ort? Nee, ich bin erst auf der Bayerischen wieder dabei, vom DBFV. Also das freut mich aber, weil du bist sozusagen bei beiden Verbänden sozusagen noch aktiv. Genau, wir haben nämlich zeitgleich die NRW und die Dennis James, deswegen fällt da DBFV für mich flach, weil in dem Fall halt der NPC dann vorgeht. Aber wann immer möglich, Bayerische bin ich eigentlich immer dabei und wenn es geht auch zur Deutschen, wenn es keine Terminkollisionen gibt. Ja, also man könnte ja sagen, früher gab es solche Kollisionen ja eigentlich gar nicht, weil NPC und DBFV ja eigentlich zusammengehört hat, ne? Diese Trennung, sage ich mal, die gab es ja 2017, ne? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Aber das gab ja damals diese Trennung, weil es seitens der NPC wohl irgendwelche Probleme gab. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, was da war. Da gab es wohl angeblich Regelverstöße in Amerika und da hatten sich dann die Großen sozusagen getrennt und sind verschiedene Wege gegangen. Ne? Da gibt es dann jetzt praktisch DBFV Pro Elite und für NPC heißt es ganz normal die Pro IFBB weiter, oder, Denise? Ja. Genau, also so könnte man das schon sagen. Ja, Elite Pro hat sich tatsächlich vor kurzem umbenannt wieder. Okay. Die heißen jetzt, glaube ich, also auch IFBB Pro oder so, was das Ganze noch komplizierter macht. Genau, aber stimmt das. Also die sowohl die Amateurorganisationen als auch die Profi-Ligen haben sich da auseinanderentwickelt in den letzten Jahren, genau. Aber Marieke, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe auch der Chris und ich haben jetzt letztens die Sandy Krabbe gesehen mit so einem Profi-Schild und er war der Meinung, jetzt ist er endlich Profi geworden. Ich sag du ja, aber bei der NPC-Profi,
Und er so, nee, bei der IFBB. Ich sage, naja, aber das ist ja jetzt was anderes, ne? Also man kommt tatsächlich richtig durcheinander, immer noch, obwohl das jetzt eigentlich schon 7 Jahre her ist, sage ich mal, ne? Also wie kann man das eigentlich unterscheiden? Naja, die NPC veranstaltet die regionalen Wettbewerbe, die dann auf die IFBB Pro League hinführen. Richtig, Also Denise? Richtung Amerika, ne? Also ich sag mal alles so Richtung Amerika, was auch so die Olympiabühne dann ist. Endziel, genau. Ja, es gibt ja auch IFBB Pro-Wettkämpfe außerhalb von Amerika, ne? Aber klar, ist ja gerade Olympia-Wochenende, das ist dann natürlich das Endziel der Leute, die den Weg gehen. Und bei Ja, uns und ist es, also wir sind eben, also unser Dachverband heißt IFBB und der deutsche Verband heißt DBFV und es gibt im IFBB auch eine eigene Profiliga und die heißt, soweit ich weiß, seit kurzem IFBB Pro. Bis vor kurzem hieß sie IFBB Elite Pro. Genau, ja. Aber Denise, beim NPC heißt es doch aber auch IFBB Pro, oder? Es gibt die Pro Pro League League, auch. genau. Und da ist einfach so, wir haben hier halt regional die Amateurwettkämpfe und du kannst dann als Amateur auf den Pro-Qualifiern eben zum Profi hocharbeiten und bist dann in der Pro League und kannst dich dann irgendwann, wenn du gut genug bist, für den Olympia qualifizieren. Und das ist halt einfach das Endziel als Unterschied zum Elite Pro, können halt die IFBB Pros sich für den Olympia qualifizieren. Also das ist einfach, sind andere Wettkämpfe, andere Endziele. Elite Ja. Pro weiß gar nicht, was da so das Höchste ist, aber für NPC-Profis ist ja definitiv so der Olympia oder so eine Arnold Classic dann somit das höchste Ziel, was man so erreichen kann und worauf man hinarbeitet. Ja. Also interessant Genau. ist Und ja, bei dass. unserem Eis. Sag ruhig, Marieke. Ja, also das höchste Ziel in unserem IFBB, das ist sicherlich die Weltmeisterschaft. Also es gibt sowohl eine Amateur-Weltmeisterschaft als auch eine Profi-Weltmeisterschaft. Das ist dann das Tollste, was man machen kann. Und Arnolds haben wir auch. Momentan läuft ja, Ja. die Arnolds Amateur läuft ja momentan, ne? Genau. Genau. Ja. Und die hat die Carina sogar gewonnen, soweit ich frisch mitgekriegt habe Richtig. heute. Und Ja. Ja. also es war ja früher so, also das ist das Spektakel Olympia hat ja damals auch eigentlich mit zum DBFV gehört, damals, ne? Und nach der Trennung hat sich das praktisch die NPC, sage ich mal, so angeeignet, die sich dann in Deutschland praktisch, die dann auch praktisch in Deutschland Wettkämpfe bestritten hat, unter dem Bernhard Schuber dann, ne? Das läuft über Dennis James und Bernhard Schuber. Die sind da zusammen quasi in der Spitze. Also grundsätzlich ist immer noch, dass es primär über den Dennis läuft und der Bernie aber derjenige ist, der für Deutschland halt so grob zuständig ist, der die meiste Arbeit quasi hier vor Ort dann macht. Ja, das Gute ist ja, dass der DBFV die Sanktionen, sag ich mal, weggenommen hat, beziehungsweise die Sperrung für die Athleten. Was mir gerade da spontan einfällt, weil ich war jetzt am Wochenende, letztes Wochenende auf der NPC-Meisterschaft und mir ist aufgefallen, dass sehr viele DBFV-Athleten da auch sind und umgekehrt auch von der NPC wiederum beim DBFV-Athleten sind, ne? Also das Gemenge und das Gemisch ist trotzdem irgendwo immer noch dasselbe. Sage ich mal, also die Athleten sind eigentlich immer noch dieselben, ne? Huschen von rechts nach links und Wieder. wieder, ne? Also wieder. Ja. Seitdem jetzt praktisch die Sperren auch aufgehoben Eine Flasche wurden, Wasser. was ich jetzt einen Riesenvorteil auch wieder finde, das für den DBFV, muss ich sagen. Ja, also ich sage da mal ganz diplomatisch was dazu. Wir gehören ja einem Weltverband an und dieser Weltverband macht die Regeln, an die wir uns halten müssen. Ja. Und der Weltverband hat die Regelung zu den Sperren nicht aufgehoben. Aber hier und da kann man sich ja auch flexibel zeigen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, ich glaube, ich Nur muss. man muss eben wissen, wenn man international starten will beim IFBB, das, was ich IFBB nenne,
dann gilt diese Regelung. Ne? Ja, also ich kann ja mal sagen, wie das in der Praxis so läuft. Also ich glaube, seit letztem Jahr haben wir vermehrt einfach Athleten aus anderen Verbänden, sprich auch vom DBFV, die beim NPC starten. Die haben halt dann ein Problem, wenn sie zum Beispiel an einer Weltmeisterschaft teilnehmen wollen und vorher bei uns gestartet sind. Also das führt dann schon zu Problemen. Solange die sich national aufhalten in Deutschland, ist es kein Problem. Aber wenn die halt international irgendwo hingehen, dann kann das zum Problem werden nach wie vor. Und das ist eben dieses, weil das dann von oben kommt. Das ist genauso wie beim NPC, gewisse Dinge einfach USA gesteuert sind. An die Regeln müssen wir uns halt halten. Und so ist es beim IFBB, denke ich, ähnlich. Ob was auch viele Leute nicht verstehen, ist, wo kommt denn diese, ja, ich will es nicht Feindschaft nennen, aber wo kommt denn, wie ist denn das alles entstanden, dass man sich damals abgespaltet hat und jeder seine Wege geht, aber nicht irgendwie in der Lage ist, zusammen einen Weg zu gehen? Wie ist das entstanden? Hat man sich da irgendwie mal, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, gefetzt? Oder warum ist es nicht möglich, sich da irgendwie zu einigen? Und für die Athleten in dem Sinne, ja, ohne zu sagen, du, wenn du da startest, ja, dann darfst du aber nicht bei uns starten und dann kriegst du Probleme da und da. Warum ist das, Denise, aus deiner Meinung nicht möglich? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, Denise ist gerade eingefroren. Die ist gerade. Also ich muss sagen, ja, also ich springe mal ein. Ja. Ich bin ja in Verantwortung im DBRV erst seit 3 Jahren. Und ich hatte auch schon 2017 mit dem Verband zu tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so tief drinstecken würde, dass ich sagen könnte, warum sich wer mit wem zerstritten hat. Und letztendlich glaube ich, nützt es auch nichts, also jetzt diese rückwärts, dieser Blick nach hinten, sondern die Gegebenheiten sind halt im Moment so, wie sie sind. Und das, was du angesprochen hast, dass da wieder mehr Wechsel hin und her oder dass das überhaupt passiert und jeder sucht sich das, was ihm gefällt oder gerade in den Kram passt, das finde ich, ist ja nicht die schlechteste Situation. Das ist, empfinde ich schon als Fortschritt im Verhältnis zu, wie es vor 2 Jahren war oder so. Das stimmt, dem gebe ich ja recht. Allerdings, ja, vielleicht weiß die Denise, wie damals der Streit entstanden ist, warum er sich abgesplittet hat, warum man da nicht in der Lage ist, irgendwie an einem Strang zu ziehen. Weiß nicht, ob du da mehr Hintergrundwissen hast, Denise, wie das damals alles entstanden ist, dass man sagt, macht ihr euer Ding, wir machen unser Ding. Auch nicht so wirklich. Also alles, was ich da jetzt sagen würde, wäre auch nur was, was ich gehört habe. Insofern, das sind halt einfach Interessenkonflikte. Das Ding ist halt immer, das kommt halt von oben und die Unterverbände, die halten, sie müssen sich halt dran halten. Ne? Die entscheiden sich im Endeffekt für eine Seite und müssen dann praktisch machen, was der Dachverband sagt. Ne? Also das ist ja, der DBFV an sich kann ja da auch nichts ändern. Ne? Das ist halt dann einfach so. Oder, Marike, sehe ich das anders? Oder also der DBFV ist ja einfach da geblieben, wo er genau war. Also es war ja dann der europäische Zweig, sage ich mal. Und zu dem Zeitpunkt, als die Abspaltung passiert ist, gab es in Europa auf der regionalen Basis ja keine NPC. Also es gab ja keine, das war ja dann abgeschnitten sozusagen. Das hat sich eben entwickelt in den letzten Jahren. Und so kann jeder Vorbereiter, jeder Veranstalter von Wettkämpfen, jeder Athlet sich überlegen, was passt mir jetzt besser. Aber es ist eben, der DBFV ist eben geblieben und die NPC in Deutschland ist neu entstanden. Ne? Ja. Ja. So sehe ich das auch. Also praktisch, ich sehe es einfach als einen neuen Verband in dem Sinne in Deutschland, zusätzlich als Konkurrenz für den DBFV schon. Aber da könnten wir jetzt ganz viele andere Verbände auch nehmen, wie jetzt zum Beispiel WFF, NAPA oder die ganzen Naturalverbände. Allgemein, finde ich, wird es eh immer mehr, dieses Bodybuilding-Geschehen, die Meisterschaften, die Vereine, das wird immer mehr. Das war vor 20 Jahren, gab es da gar nicht so viel. Ne? Jetzt ist einfach, die Möglichkeiten sind viel mehr da.
Und auch weil du es vorhin gesagt hast, Marike, für den Athleten ist es eigentlich eine gute Sache, weil du bist vorbereitet oder du bist in Vorbereitung, bist in Form und kannst praktisch alles mitnehmen mit einem Schlag und hast dann statt früher zwei Wettkämpfe, hast du dann mit einmal 10 Wettkämpfe, die du jetzt, sag ich mal, machen könntest, weil du halt gerade in Form bist und das auskosten willst, ne? Also ist eigentlich Ja, auch man kann Vorteil. es nicht Das sehen, auch. ja. Ja. Ich finde halt schon auch, dass du als Athlet viel mehr Möglichkeiten hast, nach deinem Körperbild entsprechend dir den Verband und die Klasse zu suchen. Weil es ist halt schon so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt nur DBFV und NPC nehmen, die Bikini-Klasse, wenn du beim DBFV zu muskulös bist für die Bikini-Klasse, dann kannst du zum NPC immer noch in die Bikini-Klasse gehen. Also du musst nicht direkt die Klasse verlassen. Das finde ich schon einen großen Vorteil für den Athleten selber, weil es einfach, oder er geht zum NAC in eine Klasse, weil er halt da in der Figurklasse auch Bodybuilding-Posen machen kann oder so. Also das ist ja so ein, wir sind ein Präsentationssport und du hast jetzt mehr Möglichkeiten, dich deinem Körperbild entsprechend so gut wie möglich präsentieren zu können, was halt vorher nicht so gegeben war. Ja. Also das Aber ist daher eine. kommt, ja auch dann die Meinung vieler, dass mittlerweile das Angebot so groß ist, dass wir Klassen für jeden, sage ich jetzt mal, dass es Klassen für jeden gibt, für jeden Körpertypen. Sollte die Klasse nicht noch geben, erfindet man noch eine Klasse, so dass irgendwann jeder oben stehen kann. Früher gab es halt nur drei, vier Klassen und das war's. Ja, wenn man nach dem Oldschool geht und mittlerweile das Lustigste, was ich ja jetzt gesehen habe, ist, ich weiß gar nicht, wie die hieß, das hast du mir, glaube ich, geschickt, Conny, Männer in Jeanshosen mit Sakkos oben drüber, die vorne offen sind. Also, Das ist und die das ist ja, männliche Fitmodel-Klasse. genau, und da haben wir ja die Gefahr, dass klar, wir haben jetzt zwei Verbände, es gibt mehr Verbände, aber wenn ich halt da nicht reinpasse, mein Gott, da probiere ich es halt da. Und da kommt ja die Gefahr her, wie es halt draußen so im Umlauf ist. Ja, ja gut, heutzutage brauche ich nur genug Wettkämpfe mitnehmen. Irgendwann kriege ich da meine Pro-Card schon. Und wenn ich in die Klasse nicht reinpasse, da gehe ich halt dahin und dann mache ich, probiere ich halt dort mein Glück. Ich weiß nicht, ob das dann auch so der richtige Weg ist. Ist für einen Breitensport schön, ja, da kann ich es populär machen und kriege vielleicht mehr Leute in den, macht das vielleicht auch mehr Publik und mehr interessant für die Leute. Aber ob das dann der richtige Weg ist, dass ich sage, du, ich habe jetzt hier 50.000 Möglichkeiten, um dann doch irgendwie zu punkten auf der Bühne, weiß nicht, ob das dann richtig ist. Na, das wäre wie in der Formel 1, ja, die Autos sind zu langsam, mein Gott, da mache ich halt eine andere Klasse in der Formel 1, gut, die nennt sich dann Formel 3, ja, reicht dann immer noch nicht gut, dann mache ich noch eine andere Formula-Klasse. Ich finde das ein bisschen, ich weiß nicht, mir wird das ein bisschen zu viel mittlerweile, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde es auch sehr stark ausdifferenziert inzwischen, sage ich mal so, was das Klassenangebot angeht. Und ich sehe es auch durchaus kritisch, weil je kleinteiliger du das aufsplittest, desto weniger Möglichkeiten. Also man hat zwar mehr Optionen, aber man misst sich ja gar nicht mehr mit so vielen Leuten. Und das macht vielleicht die Qualität der Athleten in den einzelnen Klassen auch nicht unbedingt besser. Aber es ist tatsächlich das, was die Leute wollen. Also es wird nachgefragt. Und ich glaube, wir sind ja nicht dafür da, dass wir unsere Vorstellung von Bodybuilding leben, sondern wir machen das ja für die Athletinnen und Athleten. Und dann muss man vielleicht auch mal die ein oder andere Klasse einführen, von der man jetzt selbst nicht total begeistert ist. Ja gut, Marike, letztendlich geht es hier ums wie Geschäft. heißt die Frauenklasse dazu? Fit Body Frauen oder wie heißt es? Die neue? Die heißt auch Fit Model. Fit Model, okay. Das Ding ist, Hat aber also das Ding ist, die Situation ist genau die gleiche wie vor 10 Jahren, wo die Bikini-Klasse eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber es war Denise mit Sicherheit, du kannst dich daran erinnern. Jeder hat geschimpft. Jeder hat gesagt, die Bikinis und die haben hier nichts verloren. Was hat das mit Bodybuilding zu tun, ne? Und mittlerweile ist es die bestbesuchteste Klasse. Und also sie ist mittlerweile respektiert, die Klasse. Und jetzt gibt es ja Wellness, jetzt gibt es ja sämtliche Klassen. Und das Ding ist halt wirklich, wie Marike sagt, die Nachfrage ist ja da. Und es sind ein Haufen Athletinnen in dieser Klasse, ne? Und im Endeffekt muss man halt dann auch das mitnehmen,
Ja, wovon der Verband halt leben kann, was halt auch Gelder einbringt. Das ist nun mal leider auch so, ne? Also der Verband lebt ja auch nur von den Startgebühren mit, von Spenden, von Sponsoring. Ja, also von daher muss man schon da auch irgendwie ein bisschen danach gehen, ne? Was gewollt ist. Also letztendlich ist es ein Geschäft, ein Business, eine Firma, wie jeder andere auch, die natürlich von Einnahmen lebt. Ja, da finde ich es richtig. Ihr wisst, ich habe da so ein bisschen eine härtere Meinung dazu immer. Klar sind diese Bikini-Klassen überlaufen, das sind die vollsten. Warum? Ja, ich trainiere ein Jahr und stelle mich dann da hoch, habe vorher eine schöne Genetik, habe schon mal das Grundgestell, brauche nicht viel tun. Denise ist auch noch oldschool, ja. Bis Denise mal in der Bodybuilding-Klasse damals starten konnte, da musste ich erst mal ein paar Jahre den Arsch aufreißen. Ja, bis er da oben mal geglänzt hat. Ja, heute, ja, mache ich eine kleine Diät, nehme meine Arbeitskollegin, die sieht auch gut aus, hat die Grundstruktur, sagt du, ich mache jetzt einfach mit ihr eine Diät, und dann kann sie sich in die Bikini-Klasse hochstellen. Klar sind diese Klassen überlaufen, weil das ist einfach mehr so der Mainstream. Ja, aber die alten Klassen wie früher, da musstest du erstmal die jahrelang Arsch aufreißen, bis du überhaupt mal geglänzt hast da oben. Und Also wirtschaftlich, Chris, haben diese Klassen die Verbände oder zumindest den DBRV gerettet. So das muss man stimmt, ich sagen. gebe ja Also zu, es ich, ist ein Business. an der Stelle möchte ich auch klarstellen, also der DBRV zum Beispiel ist keine Firma, die profitorientiert ist, sondern wir sind ein Verein. Und wir müssen aber natürlich wirtschaftlich und kostendeckend zumindest arbeiten. Und es gab mal einen Punkt, an dem es mit dem Bodybuilding und den Meisterschaften nicht mehr so rosig aussah. Und die Bikini und Men's Physik und wie sie alle heißen, die den Bodybuildern ein Dorn im Auge waren, die haben das Ganze gerettet. Mit ihrem Publikum, das mitgekommen ist, mit den Athletinnen, die uns die Bude eingerannt sind und immer noch rennen. Und also irgendwann geht es halt auch dann nicht mehr darum, ob einem das persönlich gefällt oder nicht. Ne? Ich habe da auch, es ist jetzt auch nicht mein. Sind nicht meine Lieblingsklassen, tut aber nichts zur Sache, sondern ich interessiere mich natürlich für alle Klassen, wir bieten sie alle an und die werden angenommen und das ist so. Und das ist ja jetzt auch kein Unterschied zwischen DBRV und NPC, sondern das ist ja allgemein so. Ja, das Ding ist halt auch, da wollte ich eh mal fragen. Also, dass der DBFV ein Verein ist, ist mir völlig klar. Ich bin 2006 das erste Mal beim DBFV gestartet. Und ich war selber auch Kampfrichter beim DBFV mal. Und es basiert ja alles auf ehrenamtlicher Arbeit, muss man auch dazu sagen. Ich weiß, dass der Einzige, der damals bezahlt wurde, war der und sonst keiner. Wie es momentan ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viel ehrenamtlich ist, dass weder die Kampfrichter bezahlt werden. Also wenn die mal vom Veranstalter bezahlt werden, dann ist das eher eine Ausnahme. Und ich weiß, dass regelmäßig Kampfrichterseminare durchgeführt werden, dass Kampfrichter neu geschult werden und das aber alles wirklich auf Hobbybasis läuft. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Marike. Das ist so. Also es gibt einen angestellten Geschäftsführer beim DBRV und alle anderen machen das ehrenamtlich. Und die Dinge, die du zuletzt aufgelistet hast, die mache ich alle. Und das ist mein Hobby. Damit verbringe ich meine freie Zeit, wenn ich nicht Genau. gerade Genau. beim Beim Training NPC bin genauso, oder so. Denise? Das hätte Ist mich das beim jetzt auch interessiert. Denise, plauder mal bitte. NPC auch rein ehrenamtlich? Auch jetzt sage ich mal, da kann ich ja jetzt mitsprechen, da ich ja dazu gehöre, so Orga-Team und so. Also mal erstmal Respekt an alle, ja, die im Orga-Team sind, an alle Kampfrichter, weil wir kriegen ja auch die Fahrtkosten zum Beispiel nicht, ja. Wenn wir jetzt als Orga-Team durch halb Deutschland düseln, weil wir da die Meisterschaften vorbereiten müssen, wir kriegen ja dafür nichts. Ja, das ist geht auf unsere Kosten, es geht auf unsere Zeit. Wir kriegen dafür gar nichts und ist das beim NPC genauso? Nee, also das ist tatsächlich der Unterschied zwischen DBFV und NPC. NPC ist tatsächlich eine Firma, da geht es um die Finanzen. Also das muss wirtschaftlich ablaufen und muss sich rechnen, sonst macht es keinen Sinn. Und da ist es schon so, dass die Kampfrichter Geld dafür bekommen, dass sie dort auftauchen. Das Orga-Team kriegt halt eine Aufwandsentschädigung. Also es ist auch so, wir bekommen die Fahrtkosten, wir bekommen das Hotel bezahlt und es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung, also es läuft nicht ehrenamtlich, aber wir verdienen jetzt damit auch kein Geld. Also Orga-Team ist nach wie vor mehr aus Liebe zum Ganzen, weil jeder in seinem Hauptjob definitiv mehr Geld verdienen würde, wenn er die Zeit dort verbringt. Aber die Kampfrichter,
Die werden entlohnt dafür, dass sie dort sind. Also das läuft anders als beim DBFV. Aber es ist ja auch so, dass mit den Veranstaltungen natürlich Geld verdient werden muss. Sonst würde keiner diese Veranstaltungen machen. Also das Richtig. hat einen anderen Hintergrund als beim DBFV, was das Finanzielle angeht. Ich glaube, da Nochmal, sind auch andere wenn Sie finanzielle Mittel dahinter beim NPC. Ich glaube, die sind das, ja. also Fahrtkosten kriegen wir schon, ne? Also sowohl das Orga, also das Orga-Team kriegt Fahrtkosten und die Kampfrichter kriegen manchmal, die Kampfrichter kriegen bei den meisten Wettkämpfen, also eigentlich alle, von denen ich weiß, einen Schein auf die Hand oder so, ne? Also, aber es ist wirklich, das für die Kampfrichter ist es nicht annähernd kostendeckend. Also die müssen ja im Zweifel übernachten, je nachdem, wo die Meisterschaft ist. Die müssen hinkommen. Und also die werden auf jeden Fall nicht so gestellt, dass es sie nichts kostet. Also sie machen es auf eigene Kosten. Orga-Team kriegt ein Hotelzimmer und kriegt was zu essen und kriegt auch Spritgeld. Aber Geld, trotzdem also muss man Geld natürlich habe ich die nie Zeit dann gekriegt. investieren. Wie Wo ist der bitte? Antrag? Also, da immer ich einen Antrag vermisst für Spritgeld oder sowas, aber ich, weil ich mir nach Lichtenfels gefahren bin. Chris, du Ja, hast ich genug. spreche für den DBFV, ne? Ich spreche nicht für den Bayerischen Verband. Es kann sein, dass da die Gepflogenheiten anders sind. dem Seppi reden. Musst du wohl. Also das ist mir jetzt auch gerade so aufgefallen beim NPC und beim DBFV der Unterschied nochmal. Also du zahlst als Athlet deutlich mehr bei der NPC. Du musst da wirklich richtig was hinblättern, wenn du da starten willst. Und das ist jetzt wahrscheinlich dadurch begründet, dass halt auch einige Leute damit bezahlt werden müssen, ne, Denise? Leute werden damit bezahlt und Fakt ist, dass die Amateure halt die Profis quasi zahlen, weil du als Profi in der Pro League hast du keine Startgebühren mehr. Da zahlst du einmal im Jahr deine Pro Card und Ja. musst aber keine Startgebühr für deine Wettkämpfe zahlen. Was Also kostet die Pro Card? Weißt du das? Würde mich mal interessieren. du, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das sind irgendwas um die $200, $250 oder sowas. Aber nagel mich nicht fest, da bin ich, das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Also die kostet schon auch Geld, aber die kostet im Prinzip nicht mehr als so ein Start auf dem Pro-Qualifier. Und dafür Okay. kannst du halt das ganze Jahr dann auf den Profi-Wettkämpfen starten, überall. Also das Interessante ist, die NPC der Mitgliedsbeitrag kostet $50 und beim DBFV kostet es 90 Euro. Die Allerdings, Starterlizenz. ja, allerdings hast du jetzt dann praktisch eine Startgebühr auch für die Meisterschaften jetzt von 50 Euro beim DBFV, bist allerdings beim NPC schon mit 100 bis 300 Euro tatsächlich dabei an Startgebühren, ne? Auch gratis, was die Pro-Qualifier anbelangt, greifst du da ordentlich in die Tasche, ne? Also mit 300 Euro und zum Beispiel jetzt noch mit einem Betreuer, der auch nochmal 300 Euro zahlen muss, ne? Das ist schon tatsächlich richtig heftig, was du da bezahlen musst. International ist es auf jeden Fall. Also das sehe ich schon auch, das finde ich schon auch problematisch. Regional ist es nicht so, da kostet ein Betreuerticket so viel wie ein Ticket Eintritt, für einen ja. Zuschauer. Ja. Genau. Aber wenn du jetzt irgendwo international auf eine Show fliegst oder fährst, das ist richtig teuer. Ja, also da musst du als Betreuer zahlst du mindestens so viel wie Startgebühr als Athlet. Das ist schon heftig. Das finde ich tatsächlich auch heftig. Und mich überrascht dieses Phänomen, weil ich sag mal wirklich, dass es ein Phänomen ist, dass so viele das anzieht, da Profi werden zu wollen, und die dafür einen Haufen Geld ausgeben und im Endeffekt bleibt von den 100 Leuten, wenn überhaupt, eine Handvoll übrig, die das dann auch schaffen. Also wo ist da die Motivation dahinter? Ich verstehe das bis heute nicht, wo die Motivation dahinter ist, so viel Geld dahin zu blättern und eigentlich keine Chance auf eine Profikarte zu haben, weil die Konkurrenz einfach zu stark ist. Also Auf eine ich persönlich, Profikarte hat jeder eine gute Chance. ja, aber also ich finde das, ich persönlich finde das auch sehr problematisch, weil einfach viele auf dem Pro-Qualifier fahren, die noch nie keine Regionale gewonnen haben oder gar nichts, die keine Erfahrung haben, die noch nichts gewonnen haben, die einfach das nötige Kleingeld haben, um sich das zu leisten, an so einem Wettkampf teilzunehmen. Und das finde ich tatsächlich persönlich auch nicht richtig. Der NPC kann das egal sein, das sind Athleten, die Geld bringen.
Aber es macht natürlich auch die Qualität des Starterfeldes nicht besser. Also ich fände es schon auch gut, wenn man da zum Beispiel einfach mal einen Wettkampf wenigstens gewonnen haben muss, damit man an einem Pro-Qualifier teilnimmt und nicht einfach nur an der regionalen Meisterschaft teilgenommen hat und sich damit dann schon qualifiziert, an einem Pro-Qualifier teilzunehmen. Aber wie gesagt, da ist halt der finanzielle Hintergrund. Und deswegen ist es jedem, der die finanziellen Mittel hat, eben möglich, mit einer Teilnahme an der regionalen Meisterschaft dann auch an einem Pro-Qualifier teilzunehmen. Egal, ob er jetzt gut genug ist für irgendwas, um jemals irgendwo weiterzukommen. Also das ist schon. Ja gut, aber da musst du ja an das Verständnis der Leute appellieren. Wenn ich noch nie eine nationale bei der NPC-Meisterschaft gewonnen habe oder weiß der Kuckuck was oder noch nie groß was gerissen habe und ich meine, okay, ich hole mir jetzt die Profikarte. Ja Leute, es wird nicht einfacher, es wird schwieriger. Und wenn ich mich da schon nicht durchsetzen konnte, ja, viele kriegen die Pro-Card und wo siehst du dann bei den Profis? Ja, da reißen sie nichts mehr. Und zu mir hat der Michael mal gesagt, der möchte das gar nicht, Profi werden, weil er hatte seine Gründe gehabt. Er sagt, ich pose so gerne, ich mache so gerne meine Kür, hat er mal gesagt. Und wenn ich Profi sein würde, dann würde ich jedes Mal die Gefahr gehen, ich könnte meine Kür ja gar nicht mehr zeigen, weil ich gar nicht ins Finale schaffe. Und mir fehlt das Verständnis von Leuten, die wollen die Pro-Card. Ich will nicht sagen, dass sie scheiße aussehen, aber man weiß vorher schon, der wird bei den Profis nie was reißen. Entweder habe ich jetzt nur mein IFBB Pro oder NPC Pro, wie man es auch nennen will, um bei Instagram mir das schön reinschreiben zu können. Ja, und damit dann, ich sag jetzt mal, so als, wie soll ich sagen, ja, ich will nicht angeben, ist das falsche Wort, aber so als, weiß nicht, wie drückt man das aus? Schwanzverlängerung, hätte ich jetzt gesagt. aber. Dann reißen sie nichts bei den Profis. Ja, und das ist ja genau das, was du sagst, Denise. Ja, die haben noch nie was groß gewonnen, keine Regionale, gehen dann auf den Pro-Qualifier, kriegen dann die Pro-Card. Und dann möchte ich an die Leute appellieren. Profi ist hart und es gibt sehr wenige, die ganz vorne mitspielen. Es gibt zig, die haben die Pro-Card, aber wie viele wirklich tanzen da vorne mit? Ja, wo man sagt, boah, klasse, Finale, Olympia, geil. Ja, es sind ganz wenige und da muss ich aber auch an das Verständnis an die Leute appellieren. Denkt drüber nach, wo ihr hin wollt. Ja, wollt ihr unbedingt über den großen Teich? Habt ihr überhaupt das Zeug dazu, da auch zu bestehen? Oder seid ihr lieber, ich habe früher mal gesagt, ich war ja lang bei der Bundeswehr, ich habe immer gesagt, ich bin lieber der König der Ärsche als der Arsch der Könige. Ob ich da nicht lieber ein guter Amateur bin, der ganz vorne immer mitspielt und so Aufsehen errege, oder ob ich dann ins Profifeld bei der NPC wechsle und dann bin ich überhaupt nicht mehr der Rede wert, weil mein Name gar nicht mehr erwähnt wird, groß, weil ich einfach nichts mehr reiße. Ja, ich glaube, die Leute unterschätzen das, dass das Profigeschäft echt ein hartes Geschäft ist und dass das nochmal eine ganz andere Welten sind für den Amateuren. Ja, Chris, das Ding ist aber auch, dass momentan sehr viel über Social Media läuft und dass viele einfach diesen Titel haben wollen, weil sie Coaching machen wollen, weil sie Sponsorverträge haben wollen. Viel läuft über Instagram und da kommt dieser Titel, Profi zu sein, gerade recht, glaube ich. Und momentan ist es leider so, dass irgendwie habe ich das Gefühl, dass halt nur NPC zieht, irgendwie, ne? Wenn ich so mal durch YouTube blättere oder Instagram, man hört immer irgendwie nur NPC Pro. Und wenn ich jetzt aber mal mich umhören will, was damals noch Pro Elite macht, dann höre ich kaum was, kaum was. Es interessiert sich keiner dafür. Und das finde ich eigentlich richtig schade. Weil es ist ja zum Beispiel beim DBFV auch so, dass gute Athleten auch unterstützt werden. Ne, also du hast ja jetzt, wenn du dich zum Beispiel, wenn du gut aussiehst und einen EM oder WM-Qualifier mitmachen kannst und den auch gewinnst, sage ich mal, dann wirst du ja eigentlich auch unterstützt vom Verband, oder Marike? Das ist so klar. Also es ist aber natürlich auch so, dass ich schon verstehe, warum der Olympia und andere hochkarätige Wettkämpfe ziehen. Das ist doch ganz klar. Die haben die ganze mediale Aufmerksamkeit, die haben die Stars, und die Leute haben anscheinend ja auch oftmals ein Selbstbild von sich,
dass sie das anstreben oder sich mit denen messen wollen, mit denen auf einer Bühne stehen, wie auch immer. Ich verstehe das, ne? Und dass wir medial nicht so wahrgenommen werden wie die andere Organisation, das liegt natürlich auch daran, dass das einfach, wir haben keine riesengroßen Sponsoren, die total präsent sind auf YouTube und so weiter. Aber man muss sagen, auch wenn es nicht ganz so gesehen wird, unsere Wettkämpfe sind echt gut besucht. Die laufen auch gut. Und es gibt immer noch viele Leute, auch wenn man es nicht so sieht, die auch, denen das auch viel bedeutet, auf einer EM oder WM zu starten. Ne? Es ist halt nicht so sichtbar, aber es ist immer noch da, trotzdem, und läuft auch gut. Es ist nur nicht so glamourös vielleicht. Ne? Aber da, finde ich, sieht man dann, was der Athlet wirklich will. Will der jetzt Fame übers Internet oder will der wirklich seinen Sport machen und, sage ich mal, auch nur für sich machen? Da siehst du dann wirklich, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja sogar Veranstalter, die praktisch keine DBFV-Meisterschaften mehr ausrichten, sondern jetzt NPC-Meisterschaften, weil der Grund einfach ist, es gibt keine Gaststars mehr. Ne? Weil sich jetzt zum Beispiel ein NPC-Athlet nicht auf eine DBFV-Bühne stellen darf, weil der dann angeblich gesperrt wird. Richtig. Ja, und das ist für den Veranstalter ganz, ganz schlimm, weil der kriegt ja, wenn er keine Gaststars hat, dann zieht er kein Publikum an, ne? Und das ist dann so eine Endlosschleife, das ist ganz blöd. Und so springen dann sogar die Veranstalter ja auch noch ab, ne? Also wir haben keine Stars, Punkt, das ist so. Also ein Star ist für mich jemand, der über die kleine Bubble hinaus eine gewisse Strahlkraft irgendwie hat. Also solche Stars haben wir nicht. Und auch wenn es gibt ja viele sehr erfolgreiche Athleten, die irgendwie emotional auch noch dem DBFV verbunden sind und so und die auch gerne mal kommen würden, aber die dürfen nicht. Das ist halt, der gerade die Macht hat, der sperrt dann, ne? Und das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Das ist doch eigentlich schade, ja? Ich meine, der Star, lass den Star doch dann trotzdem man beim DBFV dann als Gaststar halt auftreten mal, ja, um das Publikum anzufeuern, er ist ein Star, er ist bekannt, aber zu sagen, nee, du bist ja hier der Profi bei der NBC, du darfst da jetzt nicht mal einen Gastauftritt machen, das ist ja genau das, was ich meine. Ich verstehe diese Verbissenheit der Verbände dann nicht, ja, warum man dann nicht sagt, ja komm, ey, den Gastauftritt natürlich, bespaßt das Publikum, ja, lass die Spaß haben und hau also richtig einen raus, ja, mach Party. Ist ja nicht so, dass er deswegen dann... Die können die aber auch nicht bezahlen, ne? Möchte ich hinzufügen, von 50 Euro Startgeld, nee, kriegen wir die nicht bezahlt. Also die Einnahmen, die wir haben, die brauchen wir schon, das ist so. Aber auch wenn es nicht so glamourös und nicht so medial präsent ist, glaube ich, lohnt es sich, weil ich glaube, dass man bei uns zum Beispiel auch einen längeren Weg gehen kann. Also bei der NPC ist es ja so, du kannst mit Glück ja bei deinem zweiten Wettkampf Profi werden. Und dann ist der Weg aber auch erstmal, dann stagniert der erstmal, weil du nicht konkurrenzfähig bist. So beobachte ich das manchmal. Und bei uns gibt es ja schon die Möglichkeit, sich ein bisschen zu entwickeln, finde ich. Und nach wie vor, also ich hatte letztes Jahr das Glück, zum ersten Mal bei einer WM dabei zu sein, ich war noch nie mit, ist das einfach auch eine super geile Veranstaltung und eine große mit vielen tollen Athleten. Und also ich finde, es lohnt sich schon, das anzustreben. Und wenn man alles erreicht hat, was man erreichen kann, dann stehen einem ja immer noch die anderen Wege auch offen. Ne? Also das ist ja auch das eben, was mir so auffällt. Ich sehe sehr gute Athleten beim DBFV und wenn die dann richtig gut sind beim DBFV, dann wechseln sie zum NPC. Aber der Ursprung war eigentlich immer irgendwie DBFV. Ne? Nehmen wir jetzt mal als aktuelles Beispiel die Sandy Krabbe zum Beispiel. Ne? Die war ja letztes Jahr auch auf der, war das WM oder EM, ich weiß es nicht, auch eine super Athletin. Genau, war sie, ne? Genau, die kommt vom DBFV. Ja, ich meine, also sie hat halt nicht ganz, ganz vorne mitgespielt, muss man sagen. Aber ich finde es schon legitim, dass man sagt, jetzt probiere ich auch mal was anderes. Und gerade bei denen, also besonders gut verstehe ich es, wenn man den Verband einmal durchgespielt hat. Also wenn man Weltmeister geworden ist, was soll man dann noch anstreben? Dann kann man auch mal gucken, ob es woanders auch gut klappt. Ne? Warum denn nicht? Also
Ja, aber jetzt trotzdem mal als anderes Beispiel kannst du jetzt die Carina nennen. Die hat jetzt dann Ja. irgendwie Arnolds Amateur gewonnen und ist ja trotzdem sehr übers Internet und Instagram auch sehr präsent und hat auch, wie soll ich sagen, einen hohen Bekanntheitsgrad. Und sie ist jetzt zum Beispiel, soweit ich jetzt weiß, jemand, der nicht zum NPC möchte, weil sie halt auch dieses Gefühl hat, was ich habe, so von Familie irgendwo. Du hast beim DBFV so eine Vereinsgefühl und du gehörst ja praktisch auch irgendwo einem Studio an. Du hast einen Landesverband, wo du angehörst und da, sag ich mal, auch betreut wirst. Das hast du ja bei der NPC gar nicht. Bei der NPC bist du ein Alleingänger. Ne? Du bist da für dich verantwortlich selber und gehst dein Ding und machst dein Ding alleine. Ich komme auf das zurück, was die Denise vorhin gesagt hat, darüber, dass man sich ja auch mittlerweile aussuchen kann, wo man sich am liebsten einsortieren möchte. Ich glaube, das hat damit auch was zu tun. Es wird bestimmt auch viele Leute geben, also gerade Frauen, denke ich mal, die lieber beim DBRV sind, weil sie die Wertungskriterien und wie die Athletinnen aussehen und so weiter, weil das für sie besser passt. Und weil sie sagen, ich will nicht die Härte bringen müssen, die man in der Frauenphysik braucht beim NPC oder so. Also das kann ja auch eine Rolle spielen. Die Figurklasse, auch der guten, also der Top-Athletinnen bei uns, sieht nicht aus wie Jennifer Zienert oder so. Da liegen Welten dazwischen und es ist beides toll und schön und so, aber das kann ja auch ein Grund dafür sein, dass man nicht wechselt. Zum Beispiel, es muss ja gar nicht was zu tun haben mit der Ausrichtung des Verbandes und mit Sponsoren und Geld und so. Kann ja auch was mit dem eigenen Körperbild zu tun haben. Corinna, ist das unverschämt, wenn ich esse? Nee, ist gerne. Ich denke, das ist ganz oft einfach eine Frage der Motivation. Was habe ich für eine Motivation, Wettkämpfe zu bestreiten? Habe ich da Spaß dran? Will ich ein bestimmtes Körperbild für mich selber erreichen? Und da muss ich dann halt gucken, wie weit möchte ich denn gehen und wo ordne ich mich da ein? Und da ist natürlich viel Luft nach oben, je nachdem, in welchen Verband ich halt dann gehe. Beim DBFV ist halt muskulär für eine Figurklasse irgendwann Schluss, also viel früher als beim NPC. Und wenn ich aber sage, ich möchte in dieser Klasse bleiben, ich möchte mich aber nicht einschränken, was mein Training angeht, ja, dann wechsle ich im Zweifelsfall den Verband. Aber Ja. grundsätzlich ist das alles immer eine Frage, aus was für einer Motivation mache ich denn überhaupt Wettkämpfe? Mache ich das für Social Media, mache ich das für meinen Sponsor oder mache ich das für mich selber? Und in dem Moment, wo ich es für mich selber mache, ist ein Verband wie der DBFV natürlich nach wie vor total attraktiv, weil ich eben auf eine EM kann, auf eine WM kann, weil ich viele Wettkämpfe habe, weil ich diesen familiären Verband quasi habe, wo ich immer die gleichen Leute treffe. Wenn ich das für meinen Sponsor, für Social Media oder um davon zu leben mache, dann muss ich halt zum NPC gehen, weil da halt deutlich mehr Geld generiert wird von außen. Hast du schön ausgedrückt, muss ich echt mal sagen. Also Ja. immer aus dem Inneren raus, was jeder selber will. Ja, und ich glaube, viele machen das aber auch. Die sehen die ganzen Stars, ja, die wollen dieses Glamouröse, ja, was wir hatten, ja, die wollen viele Follower bei Insta, die wollen, ich glaube, denen geht es weniger um den Sport an sich, ja, so für mich das Beste rauszuholen, sondern mehr Ansehen zu bekommen von außen, denke ich. Ja, Ja, aber und ich glaube, sind das wir ist mal der größte ehrlich, Anreiz. Chris. Chris, sind wir mal ehrlich, wie viel verdienen denn dann wirklich Geld mit dem Sport? Das ist Naja. und bleibt ein Riesentraum von den meisten, ne? Das Wenn du nicht Tim heißt passiert doch oder im Leben Urs, nicht. Passiert im die Leben nicht. verdienen Schweinekohle, ja, aber wie viel sind das? Ja, ich vergleiche es immer mit dem. Ich hatte letztens so ein Gespräch im Fitnessstudio mit jemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und habe ich auch gesagt, viele meinen immer, die machen das große Geld im Bodybuilding, aber sind wir mal ganz ehrlich, wie viel schaffen es denn? Es ist nicht jeder ein Urs, ja, es ist auch nicht jeder ein Tim Budesheim, ja, die haben gute Sponsorenverträge. Die haben nicht nur diesen, ja, du kriegst einen Sponsorenvertrag hier, ja, und je nachdem machst 10% mit, was weiß ich, Code Conny, ja, und ja, weißt du, diese Code-Verträge, ja, hier kriegst du einen Code und was weiß ich, dann schickt man dir mal für 200 € jeden Monat, 300 € jeden Monat Supplemente, ja, ein Budesheim und der Urs.
die kriegen richtig Kohle vom Sponsor. Ja, nur wie viel schaffen das? Ja, ich sage immer, wie viele Millionen Leute haben wir in Deutschland, die in jeder Liga von der Kreisliga bis, was weiß ich, zu einer Liga Fußball spielen, und wie viel davon schaffen es wirklich? Da sind vielleicht 2% oder 1%, die dann wirklich diese Schiene eingehen. Und das ist genauso wie bei uns im Bodybuilding. Wie schaffen es wirklich dann davon, nur davon zu leben und gut zu leben? Ja, und nicht nur mal ein Beuteleiweiß zu bekommen am Monatsende oder sowas. Ja, vom Sponsor. Also diese dicken Sponsorenverträge, boah, das ist eine Chance gegen, ja, ich sag mal gegen null. Ja, wenn du nicht gerade los bist. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal einen Punkt ansprechen, den die Marike gesagt hat, weil ich mich jetzt tatsächlich angesprochen fühle. Ich hatte, bevor ich letzte Woche bei der Regionalen in Erlangen gestartet bin, Denise auch geschrieben, da bin ich nur Kanonenfutter. Und es ist ja tatsächlich so. Also ich mache da immer den letzten Platz. Und letztes Jahr beim DBFV konnte ich dann auf der Deutschen tatsächlich den dritten Platz machen, weil die Regeln, muss man aber auch dazu sagen, umgeschrieben wurden. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo beim DBFV auch noch ganz andere Regeln herrschten, von wegen Frauen müssen hart und richtig massiv sein. Also die Zeit gab es ja auch. Das war auch zu der Zeit, wo Denise gestartet ist. Da wurde ich auch immer abgewertet. Und ich muss ja sagen, dass der DBFV dahingehend eine sehr positive Wandlung vollstritten hat, ne? Und jetzt ist es, also es ist ja jetzt tatsächlich möglich für Frauen, die eine sehr gute Genetik haben, natural an die ganze Geschichte rangehen, sogar in der Physikklasse mitzumischen, ne? Und das kann ich beim NPC knicken. Also das kann ich auch in der Figurklasse knicken, wenn wir mal ehrlich sind. Und da, finde ich, trennt sich das so ein bisschen mit den Verbänden, ne? Also ich finde, und das ist so ein ganz großer Bonus für den DBFV, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ne? Dass Frauen sich nicht so, sag ich mal, medikamentös, sag ich mal, jetzt umbringen müssen, ne? Also das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, wie man Frauenklassen richtig bewertet, das haben wir auch, das besprechen wir richtig. Und auch deine Klasse, ich habe sie noch ganz genau vor Augen, die haben wir auch nachbesprochen. Ich war auch rundum zufrieden mit der Wertung in der Klasse. Und die Regeln sind, glaube ich, gar nicht umgeschrieben worden, sondern sie werden jetzt vielleicht ein bisschen mehr gelebt. Das bringt aber natürlich auch mit sich, dass wir für bestimmte Athletinnen einfach kein Angebot mehr machen und haben. Das ist einfach so. Und da herrscht auch nicht bei allen Verständnis für. Also es wird nicht immer verstanden, wenn die Leute, die am härtesten gearbeitet haben oder vermeintlich am härtesten gearbeitet haben, für ihre Arbeit abgestraft werden, in Anführungsstrichen. So wird es ja manchmal wahrgenommen. Nach dem Motto, was weiß ich, hier gewinnt jetzt eine, die hat gar nicht richtig Diät gemacht und die ist doch viel härter und warum ist sie jetzt nicht im Finale und so. Das kommt natürlich regelmäßig vor. Da muss man einfach aufs Regelwerk verweisen und die Leute muss man ziehen lassen dann. Das ist halt die Konsequenz, ne? Natürlich. Nochmal zurück zu den Frauenklassen und zu den Entwicklungen. Da ist halt das Problem, glaube ich, tatsächlich oft, dass das Line-Up die Wertung entscheidet und nicht das Regelwerk. Und da passiert es halt leider dann, dass das über die Zeit dann so ein bisschen entartet, wie es halt bei den Frauenklassen passiert ist. Also egal, ob in der Figur, in der Physik oder in der Bodybuilding-Klasse, wenn die halt immer härter werden, dann wird entsprechend gewertet. Und man muss sich dann halt wirklich irgendwann mal zusammensetzen und sagen, wir wollen das so nicht mehr sehen und muss dann entsprechend anders werten, um eine Wendung zu bekommen. Also da muss kein Regelwerk umgeschrieben werden, sondern es muss einfach wieder regelkonform gewertet werden und nicht nach dem Line-Up, was da steht. Ja. Und das ist wurscht, ob das DBFV oder NPC ist, das ist bei beiden dasselbe, ob man sich halt an dem Line-Up orientiert zum Werten oder an dem Regelwerk. Und ich denke, das war so dieser Kehrtpunkt, wo es dann besser geworden ist, was Conny vorhin meinte, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann gestartet ist, dass einfach wieder wirklich mehr nach dem Regelwerk gewertet worden ist. Bei der NPC, auch gerade bei der NPC, gibt es auch immer, auch tatsächlich in der Physikklasse, sehe ich es auch international, dass zum Beispiel Figurfrauen in die Physikklasse gehen und dort
die Physikfrauen, die richtigen Physikfrauen abzocken und dann gegen die gewinnen, ne? Und dann fühlen sich die Physikfrauen auch total veräppelt, weil auf der einen Meisterschaft so gewertet wurde und auf der anderen Meisterschaft dann wieder so, ne? Denise, wie machten ihr das mit euren Kampfrichtern? Gibt es da auch mal, sag ich mal, so zurechtrücken, wie jetzt gewertet werden soll, oder ist das da gar nicht? Doch, doch. Also die besprechen sich schon auch. Die haben auch ihre Treffen, wo dann ausgemacht wird, grundsätzlich, wie die Tendenzen sind, was man in welcher Saison, in welcher Klasse wie sehen möchte. Also das ist, glaube ich, relativ ähnlich, wie es beim DBFV auch stattfindet, dass die da regelmäßig ihre Treffen haben, wo eben gerade darum Unterhaltungen geführt werden, wie gewertet werden soll und ob die Tendenz in der Klasse passt oder ob man da irgendwo in eine andere Richtung gehen sollte, was die Wertungen betrifft. Weil die Kampfrichter haben es halt in der Hand, wie sich die Klassen entwickeln. Insofern, ja, das ist, glaube ich, da ist kein großer Unterschied zwischen den Verbänden. Ist das nach wie vor so, Ich dass glaube, ein bei Unterschied ist. Marike, bitte? Ja, entschuldige. Also ich wollte sagen, ein Unterschied ist, glaube ich, dass man bei der NPC besser eine Linie reinbekommen kann, weil der Hauptkampfrichter die Vorgaben macht. Also durch die Art und Weise, wie die Athleten aufgestellt werden im Finale, die stellen ja die Athleten so, wie wir sie bei der Siegerehrung stellen. Ja, es Und einfacher. damit drückt der Brite, der, genau, der Hauptkampfrichter bringt damit ja zum Ausdruck, was er gerne hätte, sag ich mal. Der gibt Und praktisch die Ergebnisse schon vorweg. Das ist das, was ich Denise letztens gesagt hatte, Erlang. Ich gehe also raus und sage zu ihr. ich nehme an, dass sie sich nicht daran halten müssen, nehme Nee. ich mal an, sonst würde ja ein Kampfrichter reichen. Aber bei uns haben die Kampfrichter ein bisschen mehr Freiheit, würde ich sagen, und dadurch sind die Ergebnisse vielleicht auch ein bisschen differenzierter. Die sind manchmal sehr hochdifferenziert. Ich nenne jetzt keine Namen, aber war einer, der hat beim DBFV in seiner Klasse Athleten gehabt, die auch beim NPC gestartet sind. Und er sagt, es kann ja nicht sein. Bei NPC war ich vor den beiden platziert und hier beim DBFV bin ich hinter den beiden. Ja, da kam dann auch wieder Unverständnis von diesem Athleten. Er sagt, das kann überhaupt nicht sein. Bei der NPC habe ich sie geschlagen und hier beim DBV, ich habe eigentlich noch eine bessere Form als vor 2 Wochen, liege ich auf einmal hinter den Leuten. Und da sieht man auch wieder, dass Ja das gut, doch das kann schon ja sehr tausend Gründe unterschiedlich ist. haben, ne? Ja, vor Ja, allen Dingen, das ihr habt ja war nur unterschiedliche Regeln, es sind ja unterschiedliche Regeln auch, ne? NPC hat ein. andere Regeln als der DBFV. Genau. Da ist ein anderes Ja. Bild gewünscht. Also Darauf will ich ja hinaus. du kannst es nicht, du kannst einen Männer-3-Athleten DBFV nicht mit einem Männer-3-Athleten NPC vergleichen, im Sinne von, wenn der da so weit nach vorne kommt, schafft er das bei dem anderen Verband auch, weil einfach, ja, also das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, aber so ist es ja draußen leider. Ja, so ist es leider draußen. So ist es draußen unter den Athleten, ja, die jetzt für beide Verbände dann, die sagen dann immer, das kann ja nicht sein, da habe ich ihn geschlagen, hier nicht. Aber genau darauf wollte ich hinaus, dass halt die Kriterien auch doch immer noch ein bisschen differenziert sind, was die Wertungen Die angeht. meisten Athleten ab Platz 2 sind nicht zufrieden mit dem Kampfgericht. Und das ist, glaube ich, auch überall so. Ich übertreibe, aber ich meine, Ich weiß ja, wie du es meinst, ja, das ist, aber. glaube ich, nicht verbandsspezifisch. Ja. Na. Was mich interessieren würde, Denise, ist, es war früher mal so. Man hat früher immer über den großen Teich geschaut. Wie wurde denn bei Olympia gewertet? Ja, jetzt in Bikini-Klasse, sage ich jetzt mal, ja, ein bisschen weicher dieses Jahr. Und dann hat man das eigentlich auch so dann hier so übernommen. Ja, dann sagt er, gut, der große Teich, über den großen Teich hat man jetzt so gewertet, hat ein bisschen mehr die weichere Person gewinnen lassen und hat das dann meistens übernommen. Ist das immer noch so? Oder macht man sein eigenes Ding? Also es ist definitiv so, dass die Europashows anders gewertet werden als die USA-Shows. Also natürlich jemand, der Ziel Olympia hat, der orientiert sich an den USA. Der sollte es aber dann, also der startet vielleicht auch in Europa, aber die Tendenz vom Form-Endziel ist dann eher USA-orientiert. Und es ist halt nach wie vor so, dass tendenziell die Athleten hier in Europa deutlich härter sind als in den USA.
Und du halt dann als Athlet wissen musst, möchtest du Europashows gewinnen oder möchtest du in Amerika im Zweifelsfall beim Olympia halt weiter vorne mit dabei sein? Und Weil das Problem, worauf ich hinaus wollte, ist, das war früher so, ich glaube, das ist immer noch so, dass die Coaches immer meistens gar nicht wissen, wie sie ihre Athleten vorbereiten sollen. Weil jedes Jahr ist draußen so, ja, das Bild, jedes Jahr gewinnt was anderes und wird anders gewertet. Und die Coaches sich meistens schwer tun, ja, soll ich dieses Jahr ein bisschen den Athleten ein bisschen härter auf die Bühne bringen oder ein bisschen weicher? Ja, weil das nicht jedes Jahr irgendwie gleich ist. Das kommt auf die Klasse drauf an und das kommt darauf an, wo der Athlet starten möchte. Also es ist in der Bikini-Klasse, glaube ich, so mit das Schwierigste, weil du dich immer orientieren musst, wer startet wo. Weil, wie gesagt, das Line-up bestimmt die Wertung. Wenn da lauter Athletinnen starten, von denen du weißt, die kommen tendenziell voller, weniger hart, dann würde ich mich da nicht furztrocken hinstellen. Und das muss ein Coach eben im Blick haben und entsprechend den Athleten vorbereiten. Ja, Aber das wird sich, glaube ich, auch nicht großartig ändern. Und das hat wenig mit USA und Europa zu tun. Ich hänge schon wieder. ich auch so. Ja, du siehst ja auch gar nicht, also du weißt ja als Coach gar nicht, was da für ein Line-up jetzt steht bei der Meisterschaft, ne? Das steht und fällt eigentlich mit dem Line-up, was da steht. Und ich würde aber jetzt gerne mal den Ball an Marike nochmal spielen. Wird denn auf dem DBFV so gewertet, wie auch international auf EM und WM gewertet werden würde, oder herrschen da andere Regeln? Ich bringe mal ein Beispiel aus der letzten Saison. Da hat bei der deutschen Meisterschaft eine unheimlich schöne Athletin den Gesamtsieg in der Bikini-Klasse gemacht, die ich als deutlich zu hart empfunden habe für unser Regelwerk. Da hatte ich mehrere internationale Kampfrichter am Tisch, mit denen ich das auch besprochen habe. Und die mir gesagt haben, die macht bei uns international einen Durchmarsch. Also die ist genauso, wie sie sein soll. Finde ich ein bisschen schwierig, weil offiziell gilt das gleiche Regelwerk. Aber natürlich ist es ist schon irgendwo so, nehme ich an, dass je höher du kommst von der Qualität des Wettkampfs, desto eher hast du natürlich auch Athleten mit ja, qualitativ hochwertiger Muskulatur, denen es nicht schwerfällt, in eine gute Form zu kommen und so. Also die Tendenz, glaube ich, ist schon oft, dass auf EMs, WMs und auch in der, ich nenne sie jetzt nochmal Elite Pro, wenn ihr euch die Athleten mal anguckt, die sehen ja anders aus als die auf unserem Amateurwettkämpfen. Also ja, es gibt schon nach oben eine Tendenz zu ein bisschen mehr, ein bisschen härter. So würde ich es sehen. Ja. Obwohl es nicht so sein sollte eigentlich. Ja, aber da würde ich eh sagen, dass wenn jemand tatsächlich vorhat, international zu starten, dann gleich einfach auf einen Qualifier zu gehen von einer WM oder EM. Und da musst du ja auch schon mal ganz andere Da ist Werte aber. legen. Denise? Es gibt, ich muss das kurz einwerfen, weil ich weiß nicht, ob der Chris zum Beispiel oder alle anderen auch, ob die das wissen. Wir haben mitgekriegt, dass ihr internationale Kampfrichter habt und mehr nicht. Ja, es ist, Das wir ist bekommen die schwierig. Kampfrichter zugewiesen aus den USA. Also grundsätzlich ist bei jeder regionalen Meisterschaft ein bunt gemischtes Kampfgericht. Warte mal, habe ich richtig verstanden? Ihr kriegt für die regionalen Meisterschaften, kriegt ihr von der USA vorgeschrieben, welcher Kampfrichter da werdet? Wo ist das jetzt Genau, durchgekommen? ja. Echt? Genau, so, genau so ist es auch. Also das läuft tatsächlich alles über die USA, beziehungsweise der Tyler Mannion weist den Veranstaltern die Judges zu. Also es ist nicht so, dass wir uns die Kampfrichter aussuchen und dann sitzt auf einer
Süddeutschen Meisterschaft sitzen dann da fünf deutsche Kampfrichter. Dem ist nicht so. Also das ist nicht irgendwie so begrenzt, dass wir hier anders werten, als man jetzt zum Beispiel in Ungarn wertet, weil wir halt ungarische Kampfrichter da sitzen haben. Also Das ist interessant. dann kann ich mir auch vorstellen, wie teuer das ist, einen Kampfrichter mal schnell reinfliegen zu lassen, ne? Von den Amerika nach Deutschland jetzt zum Beispiel. Also das ist ja dann auch nicht günstig, oder? Ich würd gerne noch mal ein anderes Thema anschneiden, was mich jetzt eigentlich auch noch brennend interessiert, auch jetzt aus der Sicht von Athleten. Was erwartet mich jetzt zukünftig beim DBFV? Warum soll ich jetzt speziell zum DBFV gehen? Gibt es irgendwie eine Veränderung in Sicht oder irgendwas, wo sage ich mal, wo der DBFV wirbt, dass Athleten wieder kommen? Weil jetzt ist ja momentan so, es rennen ein paar Athleten weg, viele gehen zur MPC, aber tut der DBFV auch irgendwas, dass die Athleten da bleiben oder dass wieder welche zurückkommen? Also ich bin der Meinung, dass wir konstant regelmäßig gute Meisterschaften machen, auf denen sich die Athleten super wohlfühlen können. Für kleines Geld, das wird auch so bleiben. Was ich finde, was bei uns ein großer Vorteil ist, es gibt auf unseren Wettkämpfen, bei den nationalen Meisterschaften, kostenlose Bühnenfotos für alle. Teilweise auch Videos, das ist auch was, was anderswo sehr viel Geld kostet und stehen bei uns zur freien Verfügung. Das finde ich ein super gutes Angebot. Und die schicken die Fotos, glaube ich, auch auf Anfrage, aber abgesehen davon werden ja alle veröffentlicht. Also das finde ich zum Beispiel auch ja, einen attraktiven Service. Ja, einfach kommen, mitmachen und sich überzeugen lassen. Ja. Kommen und wohlfühlen. Also das ist tatsächlich auch was, was ich bestätigen kann. Ich war letztes Jahr auf der Masters Deutschen, die Halle war voll, Zuschauer war voll. Ich war auf der Ostdeutschen, die Halle war wirklich knackevoll und es war eine sehr große Halle. Ja, also da kann ich also wirklich auch gar nicht das Gegenteil behaupten. Wirklich, die Meisterschaften sind gut besucht von Athleten und auch Besuchern. Das ist nach wie vor. Auch beim MPC so. Also da kann man gar nichts sagen, ne? Gut, da kann ja die Denise mal sagen, wo der Unterschied besteht. Ich meine, die kennt ja jetzt beide Seiten. Was macht eine NPC-Wettkampf attraktiver als ein DBFV-Wettkampf? Wo sind da die Unterschiede? Zu mir wurde letztens gesagt, ich soll unbedingt zur NPC, weil, sage ich ja, warum? Da sehe ich erstens kein Land, zweitens bleibe ich im DBFV treu. Und drittens, ja, da hat man mir gesagt, ja, aber die Wettkämpfe, die sind viel glamouröser, die sind viel schöner ausgestaltet, das ist alles, ja, das sage ich ja, aber deswegen bin ich ja auch im Wettkampf. Weiß nicht, ob Denise das bestätigen kann, dass die NPC-Wettkämpfe, gut, da ist anderes Budget da, das darf man auch nicht vergessen, ja. Da gibt es halt Leinwände, ja, in jeder Ecke, wo man dann die Bühne sieht für die Zuschauer. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, Denise. Ist das so, dass die NPC-Wettkämpfe wirklich so vom Glamourösen her und von der Aufmachung her so großen Unterschied haben zum DBFV? Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon wieder hänge, aber der große Unterschied, also ganz ehrlich, es hängt von der Motivation des Athleten ab, weil die Wettkämpfe grundsätzlich sind sehr ähnlich. Was halt beim NPC ist, ist vielleicht ein bisschen professioneller, weil wir halt tendenziell fast immer das gleiche Veranstaltungsteam sind, also sehr eingespielt sind. Das ist so der größte Unterschied, würde ich mal behaupten. Also die Abläufe sind etwas professioneller und etwas anders. Grundsätzlich macht es aber wenig Unterschied, sondern da ist wirklich die Motivation des Athleten entscheidend, wo möchte ich denn hin? Wo passe ich rein und wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und daran sollte ich ausrichten, bei welchem Verband ich starte. Weil die Wettkämpfe an sich, deswegen bin ich nach wie vor beim NPC und beim DBFV, finde ich bei beiden schön. Ich meine, klar, beim NPC steht ein deutlich größerer finanzieller Background, mit Gaststars, mit entsprechenden Auftritten und dem ganzen Sponsoren, dass natürlich da mehr drumherum gebaut ist, aber der Wettkampf an sich ist das Gleiche. Also der Ablauf ist dasselbe.
Ich würde jetzt nicht behaupten, es ist beim DBFV weniger schön als beim NPC, als Athlet dort zu starten, sondern es ist wirklich, ich muss mir als Athlet überlegen, wo passe ich rein und wo möchte ich hin. Und daran entscheide ich, bei welchem Verband ich starte. Und wenn ich bei beiden reinpasse, dann starte ich halt im Zweifelsfall bei beiden, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Ja, aber es ist Aber nicht, aber es ist doch jetzt mal so, dass der Veranstalter gar nicht direkt was mit dem Verein zu tun hat. Also der Veranstalter ist ja für sich eigentlich und ja, der Verein ist ja auch für sich. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Erlangen, nehmen wir mal die Dora Schardt, die hat ja für DBFV auch schon Meisterschaften ausgerichtet. Jetzt hat sie für ein NPC-Meisterschaften ausgerichtet. Und die kriegt ja ihre Einnahmen für sich. Die kriegt ja jetzt nicht der NPC, die kriegt ja die Dora, der Veranstalter. Genauso ist es jetzt beim DBFV, beim Pierre Lamelli. Der macht ja auch die Meisterschaft jetzt zum Beispiel, die Masters. Und er kriegt ja das Geld. Das kriegt ja nicht der Verband. Oder täusche ich mich da jetzt? also du musst, beim NPC ist es schon so, dass der Veranstalter natürlich dafür zahlt, dass er die Veranstaltung machen darf. Ja. Deswegen gibt es auch nicht unendlich viele Veranstaltungen bzw. Shows, sondern es gibt eine begrenzte Anzahl von Shows. Und der Veranstalter muss eine Gebühr zahlen an den Verband, also an die NPC. Ja. Damit er das veranstalten darf und der muss sich auch erstmal beweisen, ob er überhaupt fähig dazu ist, die Meisterschaft entsprechend auszurichten. Also, wie das beim DBFV organisiert ist, weiß ich nicht, das weiß die Marieke bestimmt. Aber beim NPC ist es definitiv so, dass das natürlich den Veranstalter schon was kostet, überhaupt diesen Wettkampf, diese Show auszurichten. Im Namen des NPC. Und es läuft ja auch alles zentral geregelt. Also du musst, das ist vielleicht beim DBFV auch anders und deswegen läuft es auch mit den Fotos zum Beispiel anders. Bei uns wird von jedem Athleten, also bei uns meine ich jetzt beim NPC, es wird halt von jedem Athleten direkt am Wettkampftag noch ein Foto gesendet in die USA. Also das läuft auch dieses Muscleware, über das das alles läuft mit der Registration, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Das heißt, es wird registriert und wenn die Registration geschlossen ist, können wir da auch nichts mehr manipulieren, dann ist das System geschlossen und es läuft alles zentral über die USA. Also wir haben da überhaupt keinen, wir können da dann nichts mehr verändern. Deswegen ist das natürlich mit den Starterlisten und da jemanden, der zu spät kommt, noch reinschreiben oder so, das ist nicht möglich. Und ja, also es läuft halt alles etwas anders, weil das alles über NPC USA geregelt wird. Also ist ja eigentlich NPC Deutschland jetzt, was der Bernie dann ist, ja, der ist ja da, sag ich mal, der Head of. Ist er ja eigentlich gar nicht so eigenständig. Also er kann ja jetzt gar nicht so, also er kriegt ja schon extreme Vorgaben von der USA dann, ne? Also es wird alles von der USA gesteuert, mehr oder weniger. Und der Bernie kann jetzt gar nicht so groß, sag ich jetzt mal, seine persönliche Note da reinbringen. Nein, also wir können nicht entscheiden, wie viele Wettkämpfe wir haben, auch mit diesen Pro-Qualifiern und Pro-Shows. Das ist ein Riesenverfahren, bis wir so eine Show bekommen. Also das liegt jetzt nicht daran, dass wir keinen Bock haben, irgendwie in Deutschland mehr Pro-Shows zu machen oder mehr Pro-Qualifier, sondern das wird zugeordnet. Und weil es halt zum Beispiel in Europa schon so viele Pro-Qualifier gibt, ist es halt für uns in Deutschland schwer, da noch einen dazu zu bekommen. Also das liegt nicht daran, dass wir das nicht machen wollen, sondern wir müssen halt darauf warten, bis wir quasi an der Reihe sind und auch wieder einen bekommen. Und der Bernie und der Dennis sind halt in ihren Veranstaltungen selber dann flexibel, aber der Rahmen ist vorgegeben. Ja. Okay. Aber es ist nicht Ja. so, dass die Show jetzt glamouröser ist. Ich sag mal, das ist jetzt, ja, wie du schon sagst. Es steckt halt mehr Geld dahinter. Deswegen, also glamourös kannst du jetzt so und so sehen. Du hast halt einen internationalen Gaststar meistens da. Und du hast halt Sponsoren, die entsprechend das dann unterstützen. Und Social Media mäßig ist natürlich da auch sehr groß oft der Auftritt, je nachdem, was du für Sponsoren hast, was die auch für Influencer haben, die entsprechend das dann bewerben. Also es ist halt medial vielleicht dann schon mehr Reichweite da,
Aber der Wettkampf selber, also wie gesagt, ich fahre jetzt auch gerne auf eine bayerische Meisterschaft vom DBFV, genauso wie ich halt gerne hier auf unsere Weider Klassik oder Olsters Klassik gehe. Da, ich glaube, der springende Punkt ist einfach, dass der DBFV, glaube ich, aufgrund, weil er halt doch irgendwo mehr eigenständig ist und keine Vorgaben kriegt, so wie der NPC, ist mehr so familiärer. Ich glaube, die Marika hat das vorhin auch so gesagt, so ein bisschen eigenständiger, ein bisschen mehr familiär, ein bisschen enger, der DBFV und NPC ist halt, ja, weiß nicht, vielleicht nicht so familiär. Also der DBFV unterliegt schon strengen Vorgaben eines Weltverbandes. Also wir dürfen, unsere Regeln sind nicht selbst geschrieben, die sind übersetzt vom IFBB und so weiter, ne? Also wir haben schon Vorgaben, aber wir veranstalten unsere Meisterschaften selber, einige mit Unterstützung von Body Extreme eben. Aber sonst haben wir ein weniger enges Korsett, würde ich sagen, ja. Ihr müsst aber nicht allem stimmen, was der Kopfverband IFBB mir der jetzt sagt, zum Beispiel, ja, meine Fitmodel-Klasse. Wenn ich jetzt sage als DBFV, du, ich will die nicht, kann der DBFV dann eigenständig sagen, auf unseren Meisterschaften wird diese Männer-Fitmodel-Klasse nicht geben? Oder müsst ihr die dann einführen, weil der IFBB euch das vorgibt? Lustige Geschichte. Ich habe neulich ein Kampfrichterseminar gegeben für den Schweizer Verband, unseren Schweizer Schwesterverband sozusagen. Die haben mir dann erzählt, dass sie sich eine neue Klasse überlegt haben, die vom Gewichtslimit, ich weiß nicht mehr, entweder zwischen Classic Bodybuilding und Classic Physik liegt oder irgendwo, keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber es scheint so zu sein, dass man sich gewisse Freiheiten auch einfach nehmen kann. Niemand hat uns gezwungen, die Frauen-Fit-Model-Klasse einzuführen. Aber es ist natürlich so, wir wollen ja unsere Athleten auf die internationalen Wettkämpfe schicken. Wir wollen sie zur EM und zur WM schicken. Und wenn wir keine Wettkämpfe anbieten in gewissen Klassen, dann kann sich hier niemand dafür qualifizieren. Dann müssten wir sie im Zweifel nominieren. Das heißt, da kann dann mehr oder weniger, also entweder wir sagen, Deutsche können in dieser Klasse nicht starten. Oder wir sagen, ja, geh doch, ohne dass man vorher, also ne, das ist irgendwie nicht gut. Also die Klassen sollten schon halbwegs deckungsgleich sein. Ich sag mal so, ich bin ja da, du weißt ja, ich habe mir da auch so meine, ich kenn's ja alle meine, ja, meine Einstellungen zu gewissen Klassen. Aber es macht für mich auch wieder Sinn, wie du das erklärst. Ja, also ich möchte jetzt keine Fitmodel-Klasse da oben stehen haben. Aber wenn es nun mal die Anfrage da ist, ja, dann will ich natürlich dieser Person auch die Gelegenheit geben, an der EM oder WM teilzunehmen und ihr die Ja, Chance nicht also nehmen. Fit, Ja, also. ja, wir kennen uns ja und du weißt auch, dass ich nicht die treibende Kraft hinter der Einführung der Fitmodel-Klasse in Deutschland war. Aber es gibt halt sachliche Argumente. Und wenn man halt Verantwortung trägt in einem Verband, dann muss man seine persönlichen Geschmäcker und Interessen auch manchmal hinten anstellen, ne? Ja, man tut es halt eben, sage ich mal, gut, das mag, weil war ja oft meine Meinung. Warum macht der DBV, ich bin ja ehrlich, warum sagt er nicht mal Nein zu dieser Klasse? Allerdings, als du mir das dann erklärt hast, ja, dass wir ja denen auch anbieten wollen, dass sie weiterkommen, dann war das Verständnis halt auch wieder anders, ja. Weil dann hatte ich auch das Ja. begriffen. Ja, dann habe ich gesagt, gut, ja, stimmt, wenn man das aus der Seite sieht, klar, ich mag die Klasse nicht. Ich würde mir auch wieder DBFV Nein sagt. Auf der anderen Seite gibt es aber Athleten, die wollen da gerne und die wollen zur WM. Und man Ja. sollte sich ja immer an den Athleten orientieren auch und denen die Chance geben, dass man dann im Zweifel Ja. halt auch diese Klasse zulässt, weil ich. Denise, bei der NPC gibt es keine Männerklassen in Jeanshose, oder? Nein, also es gibt bei der NPC ein paar Klassen nicht, die es beim DBFV zum Beispiel gibt. Und genauso ist es aber ja, dass man schauen muss, ob die Klassen angenommen werden, weil zum Beispiel die Fitnessklasse gibt es offiziell, aber wir haben halt keine Athleten. Und da ist es, wenn wir das ausschreiben auf einen Wettkampf und es kommt halt kein Athlet, ja, dann findet die Klasse nicht statt. Und das ist natürlich für denjenigen, der sich jetzt aber da darauf vorbereitet und sich gerne qualifizieren möchte, schwierig. Und bei so neu eingeführten Klassen, denke ich, die muss man mal anbieten.
um halt zu schauen, ob die angenommen werden oder nicht. Und wenn sie dann nicht angenommen werden, dann glaube ich, kann man das vielleicht da hinten unterkippen lassen. Wobei, da muss ich auch dazu sagen, also es gibt ja beim NPC eigentlich auch eine Frauen-Bodybuilding-Klasse und die sehe ich auf keiner regionalen. Also die wird nirgendwo angeboten, auch jetzt zum Beispiel beim Pro-Qualifiern sehr, sehr wenig. Das ist auch so eine Klasse, sag ich mal, die eher so als Stiefkind behandelt wird und immer irgendwie so hinterrücks am besten gar nicht stattfindet, ne? Du redest von der Wings of Strange, oder? Ja, die, das Nee. ist ja mehr so eigenständig, ne? Das sind ja nur Veranstalter. Also die Wings of Strange, die veranstalten halt Wettkämpfe und die finanzieren eben gerne die Bodybuilding-Klasse zum Genau. Beispiel. Also das ist auch wieder so ein Kostenfaktor. Jede Klasse kostet Geld. Ja. Und deswegen findet bei den Profis nicht jede Klasse auf jedem Wettkampf statt, weil jede Klasse eben extra Geld kostet. Und wenn da kein Sponsor da ist, der die Klasse zahlt, dann findet die Klasse nicht statt. Und gerade die Wings of Strange zum Beispiel haben sich das halt aufs Banner geschrieben, dass die das Frauenbodybuilding fördern wollen und aufgrund dessen natürlich Wettkämpfe veranstalten, primär für diese Klasse. Ja, also der DBFV hat ja die Bodybuilding-Klasse auch, sag ich mal, aussortiert, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, es kommt jetzt nicht so gut an. Genau, also die IFBB, genau, hat es genauso ausgegrenzt. Also da erhebt sich keiner von anderen. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, diese Männer in Jeanshosen, das ist ja jetzt, also ich muss ja zugeben, das habe ich auch bei Instagram gesehen und fand es erstmal irgendwie lustig und ich habe drauf geschaut und es hat ewig viele Klicks gehabt und das hast du weitergeschickt, das Bild, und das hat der gesehen, das hat der gesehen. Und schlussendlich war es ja eigentlich nur Werbung. Es war Werbung für ein IFBB und das ist eigentlich gut angekommen. Und ich sage immer, schlechte Werbung ist immer Oder noch Werbung besser. für die NPC, wenn sich nicht. Naja, schlechte Werbung ist immer noch besser als gar keine Werbung. Und ich finde, die IFBB hängt da noch ein bisschen nach, oder beziehungsweise auch der DBFV hängt da so ein bisschen hinterher, was gerade so Social Media und so anbelangt. Also da könnte man noch deutlich, deutlich mehr rausholen, um auch einfach wieder bekannter zu werden, um mehr anzubieten, um mehr Leute zu locken, ne? Also da Ja, passiert nicht so das viel. stimmt, aber das, ja, das müssen halt auch Leute machen, weißt du? Und Leute, die dafür Zeit haben. Ja, genau. Ja, klar. Aber Influencer. da, ja, das ginge mit Sicherheit besser. Da stimme ich dir zu. Ja. Ja, und da ist halt die NPC wirklich, also da lassen sie nicht sich die Butter vom Brot nehmen. Ne? Also da ist wirklich, da ist einfach alles da. Ne? Das ist halt das. Die sind halt Ja, präsent. wobei die halt echt, die sind, ja, aber die sind nicht so transparent mit dem Veröffentlichen von Ergebnissen und von Fotos von Stimmt, Wettkämpfen. Da ja. sieht man irgendwie nicht viel. Das ist mir schon Doch. aufgefallen. Ja. Also doch schon. Das, was ich vorhin Ja? gesagt habe, mit den Bildern, die direkt vom Wettkampf geschickt werden. Also alles, es wird sofort nach dem Wettkampf ist alles bei NPC online aufzufinden. Also sowohl die Ergebnisse Okay, als okay. auch die einzelnen Athleten. Das schon. Dann nehme ich das zurück. Trotzdem gibt es ja doch Jetzt hat uns die Conny verlassen. trotzdem gibt es ja doch relativ in einigen Sachen doch relativ große Unterschiede, was Strukturen angeht, bei der NBC und beim DBFV. Ja, weil das eine Wirtschaftsunternehmen ist und das andere halt ein Verband. Ja. Also muss man ganz klar so sehen. Letztendlich muss jeder Athlet wissen, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, was er persönlich will und wo er hin will. Wettkämpfe kann er bei beiden Verbänden schöne haben. Ja, nur wo passe ich halt rein, wo will ich hin? Ja, nur ich appelliere halt immer an die Leute. Ich sage immer, überschätzt euch nicht. Also bei den Profis dann mitzureisen, das ist doch nochmal eine andere Nummer. Aber die Strukturen sind doch schon unterschiedlich und ja, aber schöne Wettkämpfe kannst du auf beiden haben. Auf jeden Ja, und wenn Fall. es dir als Athlet nur um die Wettkämpfe geht und du dich da messen willst, dann bist du bei dem DBFV genauso gut aufgestellt wie bei der NPC. Ja, also da muss man eh ganz klar sagen, die Konkurrenz, sowohl der DBFV ist konkurrenzfähig, was Athleten anbelangt, als auch die NPC. Also da sehe ich da jetzt gar keinen Mangel, sage ich immer so. Aber eine Frage interessiert mich tatsächlich auch noch brennend. Würde es eine Möglichkeit geben, dass sich sozusagen das wieder vereint oder nicht?
Da kann die, ich glaube, da muss die Denise, die hat Also zu das Ding ist ja, beiden also sie Fühler. waren ja mal zusammen, sie waren ja mal zusammen, es wurde sich getrennt. Könnte irgendwann mal wieder die Möglichkeit bestehen, dass das Bodybuilding wieder ein Ganzes wird, ne? Und nicht so getrennt und da und dort. Also ich ganz, ganz subjektiv, ehrlich gesagt, glaube ich da nicht dran, solange zumindest die gleichen Leute da oben an der Spitze sitzen. Weil das sind schon oft persönliche Interessen und persönliche Egos, die einfach schon auch Entscheidungen mittreffen. Und also ich glaube nicht, dass das nochmal zusammenfindet. Ich finde es auch schade. Ich fände es besser, weil wir sind sowieso so eine kleine Bubble. Aber also ich glaube es nicht. Ja, dann wäre eigentlich der einzige Lösungsvorschlag in dem Sinne, einfach die Sperren komplett aufzuheben, weil das einfach, das gibt dann einfach noch mehr Freiheiten, ne? Man sagt zwar vorne rum, es gibt keine Sperren mehr, aber hintenrum ja irgendwie dann doch, ne? Das ist dann halt so das Einzige, was mir so einfällt, was da immer so ein Keil dazwischen treibt. Nochmal, die Sperren, die sind vorne rum nicht aufgehoben. Es gibt die Sperren offiziell noch. Okay, also ich Unabhängig dachte. von dem, was ich. Also, das ist halt eine Regel von oben, ne? Ja. Also, so frei sind wir dann. Also ich sag mal so, auf DBFV-Ebene kann ich mich, gibt es keine Sperren mehr. Also da könnte ich mich auf eine NABBA stellen, da könnte ich mich auf den NAC stellen und dann kann ich mich auf den DBFV stellen. Interessieren tut es da keinen. Will ich jetzt aber international gehen, habe ich dann keine Möglichkeit mehr, weil es gelistet ist dann praktisch, ne? Na, aber Genau. deutschlandweit wäre es möglich, also nur in Deutschland. Ja. International kann es dir halt passieren, dass du dann nach Hause geschickt wirst, wenn jemand mitbekommt, dass du eben schon da und da gestartet bist. Also das Risiko würde ich da nicht eingehen, weil es einfach ein Kostenfaktor ist, wenn ich sein muss. Ja. Muss man das wirklich recherchieren an dem Tag oder vorher? Es gibt nette Menschen, die anderen Menschen Bilder zukommen lassen, wenn die Du nicht kannst wollen, dir dass nicht sie vorstellen, wie viele Denunzianten es gibt, ne? Also das merke ich immer so rund um die Newcomer-Meisterschaft. Ja. Da werden jedes Mal werden Leute gemeldet, die nicht wirklich Newcomer sind im Nachhinein. Ja. Leute leben und leben lassen. Echt. Genauso werden eben tatsächlich einfach auch an gewisse Stellen dann Bilder geschickt von Athleten, wo gesagt wird, pass auf, der und der oder die ist aber da und da schon gestartet. Die Motivation der Menschen müssen wir nicht verstehen, aber es ist halt leider so. Die selbsternannten Sherlock Holmes. Na, das ist einfach die Unzufriedenheit der Athleten, die einfach immer irgendwie auch im Konkurrenzkampf stehen zu den anderen. Das ist das Problem. Bodybuilding ist halt ein Alleingangssport, ne? Und da sieht man das halt wieder, ne, an solchen Aktionen. Aber mal ganz ehrlich, mir persönlich wäre es doch egal. Ja, ich bin jetzt ein Newcomer, da startet jetzt einer, ja, der war schon mal gestartet. Das ist mir doch wurscht. Ganz ehrlich, das ist mir Schnuppe. An dem Tag geht es mir eh scheiße, das ist mir doch egal, ob der jetzt noch da ist oder nicht. Ja, im großen Fall habe ich ihn vielleicht sogar noch geschlagen, kann ich mich sogar noch freuen. Ja, aber mir persönlich wäre es doch egal, ob der da jetzt schon mal gestartet ist oder nicht. Meine persönliche Meinung. Also. Und ihr unterschiedlichen Verbänden gelten unterschiedliche Regeln, was Newcomer betrifft. Ne? Also die NPC hat ja ein Geflecht von verschiedenen Ich wusste, dass das jetzt kommt. True Novice. Variationen. Ja, aber ihr habt ja Und bei uns sowieso ist noch das halt separat. relativ einfach. Man darf halt noch nie gestartet. Ja. Ja. Denise, du wolltest Ich noch was sagen? wollte gerade nur sagen, ihr habt ja sowieso separat. Ja, das ist ja sowieso Genau. separat, die Junioren und Ja, Masters, den richtig. Wettkampf noch gibt. Genau. Und es spart Genau. halt einfach auch Zeit, wenn man da dann so eine Klasse rausnimmt, die sowieso einen eigenen Wettkampf hat. Und ja, bei der So NPC ist. gibt es die True Novice und die Novice, wo man sich auch drüber streiten kann, wie sinnvoll das dann ist. Aber auch das hat finanzielle Gründe. Ja, aber da muss man auch Das dazu ist sagen, gerade auch bei der NPC fällt mir auf, dass es sehr viele Doppelstarts gibt. Und das mag wahrscheinlich daran liegen, weil die Athleten nicht wissen, wo sie hingehören. Die starten dann da, die starten dann da, die starten dann da und hoffen dann irgendwo gut platziert zu werden. Das passiert ja beim DBFV eigentlich nicht. Da darfst du nur in einer Klasse starten.
Ne? Ja, finde ich persönlich aus dem sportlichen Hintergrund auch richtig. Aus dem wirtschaftlichen Hintergrund ist es natürlich toll, wenn du einen Athleten hast, der 5 Starts macht, weil der zahlt die 5 Starts. Er macht dann aber auch 5 Starts in 5 verschiedenen Klassen, oder? Also jetzt mal überlegen. Nee, aber du kannst True Novice, Novice und die offene Klasse starten und das gleiche kannst du in einer anderen Klasse dann ja auch nochmal machen. Also Ah, okay. du kannst quasi Classic Physik und Bodybuilding jeweils inklusive der Newcomer-Klassen starten und somit hast du dann 4 bis 6 Starts pro Tag in 2 verschiedenen Klassen. Also Die das habe ich zahlst du auch. tatsächlich auch, das habe ich Finde ich. erlebt, dass es ein Athlet macht und er hat alle 6 Meisterschaften, Meisterschaften, alle 6 Starts Ja, der ist, gewonnen. glaube ich, bekannt. Voll krass, voll krass. Ne? Der hat natürlich dann, ich will nicht wissen, was der bezahlt hat für 6 Starts, ne? Aber der hat dann dementsprechend auch das Preisgeld abgesahnt, wo man ja auch dazu sagen muss, dass es beim NPC ein gutes Preisgeld oft gibt, ne? Wo jetzt aber auch der DBFV nachzieht, muss man auch ganz klar sagen. Also das erlebe ich jetzt auch, habe ich es auf einigen Plakaten jetzt gelesen, dass nun auch mit Preisgeld geworben wird, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Aber man muss halt auch immer im Hintergedanken haben, wo das Geld halt herkommt, ne? Das kommt von den Sponsoren, also grundsätzlich. Und ich denke, dass das Genau. auch beim DBRV möglich ist, wenn Sponsoren da sind, die das anbieten. Ja, klar. Ja, weil das Geld an und für sich lockt dann irgendwie immer, ne? Das lockt dann schon die Athleten an. Na klar. Ja. Aber es kann ja auch andere gute Gründe geben, um zu kommen. Eben. Da haben wir ja jetzt schon einige aufgezählt. Ansonsten, ja, dass wir hier schon mal zu viert sitzen, ist ja auch schon mal ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Weil man einfach auch bereit ist, immer normal drüber zu reden, über die Sachlage, wie momentan so der Stand ist. Und ich finde das eh gut, dass man miteinander auf guter Ebene kommunizieren kann und einfach Vor- und Nachteile einfach mal auch ausdiskutiert. Ja, ich denke Also grundsätzlich, dass man alles auch immer andere voneinander fände ich total profitieren kann. absurd. Ja. Ja, Denise? man sollte voneinander profitieren, auf jeden Fall, ne? Denise habe ich jetzt nicht Und verstanden, wie du weil. schon gesagt hast, es kommen ja auch alle aus einem Verband. Also die Leute kennen sich doch, die nicht erst seit gestern dabei sind. Und das wäre schon schräg. Ich kenne so viele Leute, die mal hier, mal da sind, die für beide Verbände vorbereiten und so weiter. Das wäre ja vollkommen verrückt, wenn man nicht mehr miteinander sprechen würde, nur weil man irgendwie unterschiedliche Wege gegangen ist, finde ich. In unserem Studio ist es ja auch bunt gemischt. Beispiel. Also 3 von uns 4 besuchen regelmäßig das gleiche Studio und da sind die beiden Verbände vertreten. Ja, es ist ja auch totaler Quatsch, wenn ich jetzt Coach bin und sage, ich bereite nur Athleten für ein DBFV vor oder ich bereite nur Athleten für ein NPC vor. Das ist ja totaler Quatsch, ne? Also muss ich ja, wenn ich dann von jedem, sage ich mal, von jedem Verband Athleten habe, muss ich ja auch zu jeder Meisterschaft gehen. Das wäre ja dann auch ein Quatsch, wenn ich da irgendwie gesperrt werden würde oder dann schief angeguckt werden würde, ne? Das passt ja irgendwo gar nicht. Nee, und auch der Coach ist ja sein Business. Ja, wenn der Coach jetzt nur DBV-Athleten machen würde, würde er, glaube ich, einen Bruchteil von dem verdienen, wenn er nur NPC macht. Also die Coaches sind ja genauso für die ein Geschäft, die leben davon, die kaufen ihr Brot davon. Ja, von daher wäre es ja Blödsinn, wenn man sagt, du kannst nicht zu dem, weil der macht nur NPC. Ja, letztendlich ist das auch denen ihr Unternehmen und die müssen ihre Familie ernähren. Ja, und Ja, also daher klar. absolut. Wie gesagt, das hast du vorher nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich finde es gut, wenn wir in der Kommunikation sind, weil ich denke, dass man grundsätzlich wirklich voneinander profitieren kann, weil es gibt immer Sachen, die man verbessern kann auf beiden Seiten. Und was die Coaches angeht, muss ich halt auch sagen, es gibt halt einfach Athleten, aus meiner Sicht jetzt, die passen besser zum DBFV. Momentan als zum NPC, also stelle ich die beim DBFV hin. Wenn die sich weiterentwickeln, dann stelle ich sie beim NPC hin. Also deswegen, ich finde das eigentlich super, wenn man da irgendwie so ein bisschen das Ganze vermischt und diese Bubble untereinander sich dann nicht auch noch irgendwie bekriegt. Das braucht aber einen guten Coach mit einer guten Erfahrung, der dir als Athlet genau sagen kann, du, pass auf, ich sehe dich eher da und da.
einen ehrlichen Coach brauchst. Oder einen ehrlichen Coach, ja. Ja, es ist auch mal von der Erwartungshaltung abhängig von dem jeweiligen Athleten, ne? Die haben ja teilweise Erwartungshaltung, das sprengt ja alles, ne? Ja, da muss man halt dann wirklich auch so realistisch sein und sagen, du bist noch nicht so weit, fang da an, sammel Erfahrungen und dann gucken wir weiter. Das wollen halt leider nur nicht alle hören, dass sie halt noch Zeit brauchen und vielleicht einfach mal unten anfangen und sich hocharbeiten müssen. Wo auch immer dann das unten ist, das kann man ja sehen, wie man möchte. Ja, freilich. Also ich persönlich sehe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, den DBFV auf keinen Fall als einen schlechten Verband an. Also der DBFV ist ein Verband mit einem sehr guten Niveau, ne? Also da fallen mir mindestens 5 Verbände ein, die schlechter sind. Und das muss man halt auch ganz klar sagen. Also das Niveau ist trotzdem sehr hoch. Auch wenn man immer sagt so, ja, mein Athlet ist nicht so gut, dann schicke ich ihn halt zum DBFV. Also da muss man halt auch erstmal gewinnen, ne? Und das ist nicht einfach. Also ich würde es auch gar nicht als nicht so gut bezeichnen, sondern muskulär halt teilweise einfach noch nicht so ausgeprägt entwickelt. Weil in einigen Klassen, und das gilt ja nicht für alle Klassen, aber gerade für die Frauen eben einfach beim DBFV nicht so viel Muskulatur gefordert ist. Ja, Das ist bei den Männerklassen was anderes. Aber du, man muss, Marike, man muss aber man muss ganz klar sagen, der DBFV wirbt ja auch auf der Internetseite mit einem dopingfreien Sport. Ne? Das ist ja, unterliegt der DBFV unterliegt ja schon irgendwo auch, sag ich mal, diesen Regularen von der WADA. Es wird ja auch getestet auf der WM und EM. Das muss man auch dazu sagen. Wobei auf einer NPC-Meisterschaft mit Sicherheit niemals ja ein Kontrolleur stehen wird und irgendeinen Athleten testet. Also da muss man auch dazu sagen, dass der DBFV schon gesundheitsorientiert ist, ja. Der Verband hat in der Vergangenheit schon öfter mal Anläufe unternommen, olympisch zu werden. Ja. Das ist so die Historie von dieser ganzen Testerei. Also man wollte früher mal olympisch werden. Ich glaube, manche haben das auch immer noch nicht ganz aufgegeben, diesen Gedanken. Und deswegen muss man sich darauf gefasst machen, dass man auf WMs und EMs dass da Stichproben gemacht werden, ja. Nee, aber das ist tatsächlich der Punkt, auf den ich jetzt vorhin nicht eingehen wollte, der mit ein Grund zu dieser Trennung war. Wahrscheinlich, dieser olympische Gedanke, dass der halt aus einigen Köpfen noch nicht verschwunden ist und aus anderen natürlich ganz klar. Und wenn halt die eine Seite sagt, nö, wir testen unsere Athleten nicht und die andere Seite sagt doch, weil sonst können wir nicht olympisch werden, dann müssen sich die Wege trennen. Aber da muss man jetzt auch ganz klar sagen, das hat sich ja auch schon weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es ja eine unterstützte Olympiade. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also der Sport entwickelt sich ja überhaupt immer weiter. Und vielleicht wird es ja doch noch olympisch, aber halt dann unterstützt. Es gibt ja auch Naturalwettkämpfe von der NPC. Es gibt eigentlich alles. Alles. Ja, logisch, logisch. Dieses Jahr seit, weißt du da was, Denise? Es ist jetzt dieses Jahr. Das erste Mal jetzt, ja. Genau, ja. Aber da habe ich tatsächlich auch gar keinen Einblick. Also. Ja, weil das international halt wieder ist, ne? Ich weiß, dass das ab seit diesem Jahr stattfindet, aber da, also, das ist bei uns noch nicht angekommen. Ja, also ich bin auf jeden Fall auf die Entwicklung sehr gespannt. Ich fand's echt schön, dass wir so schön miteinander diskutiert und kommuniziert haben, weil irgendwo sind wir uns doch dann irgendwie alle einig, finde ich. Und wir wollen eigentlich alle nur den Sport machen und unseren Spaß dabei haben. Und das ist halt echt die Hauptsache, ne? Dass man den Spaß an dem Sport nicht verliert. Irgendwie und auf sich schaut, ne? Und nicht was andere machen und das ist halt immer irgendwo, der Spaß darf nicht verloren gehen. Und warum ich den Sport mache, ich mache das nicht für irgendwen anders oder um Fame zu kriegen oder sowas. Ne? Man soll immer irgendwo den Kerngedanken dahinter nicht vergessen oder verpassen. Ne? Ja, wenn ihr soweit nichts weiter hinzufügen wollt, zu unserer kleinen... Das war ein schönes Schlusswort. Chris muss ins Training und ich habe Hunger. Toll. Und ich bin auf Diät, ich esse nichts.
Auf jeden Fall, in 2 Wochen ist die Masters-DM und Junioren-DM auch, ist aber ein Tag, ne? Und ich bin auf Ja, jeden Fall ja. dort. Chris ist auch dort. Ich auch. Ich Bist mache auch Doppelstart, dann. ich mache Junioren und Master. Und zeitgleich, was ist denn, in 2 Wochen ist die Dennis James oder was ist denn da, Denise? Ja, am 28. Was ist das da? Nee, das Oder? ist 27. oder 26. Ja, genau. Da ist die Dennis James in Frankfurt, ja. Also das an diesem Wochenende sind zig Und die Evo. Meisterschaften. Genau, die ist da auch. Also es ist Wahnsinn. Als Athlet hast du eine Auswahl momentan an Meisterschaften, wo du hingehen kannst. Du kannst das ganze Jahr durchstarten. Das ist nicht mal mehr so, dass es nur Frühjahr und Herbst gibt. Es gibt das ganze Jahr, wo du starten kannst. Also wie gesagt, ihr könnt euch überall einfinden. Der NPC ist offen, der DBFV ist offen, sämtliche andere Verbände sind auch offen. Ja. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Habe mich gefreut, dass wir uns so schön zusammengefunden haben. Vielleicht irgendwann mal wieder Part 2, wenn der DBFV wieder aufgeholt hat. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. So, schönen Abend rein.